Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch ein Buch vor, beziehungsweise wir sprechen heute über ein Buch, das ich zusammen mit meiner Truppe zusammen beendet habe. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das heutige Buch, um das es sich heute dreht, ja, ist das kleine Gespenst von Ottfried Preußler. Das ist ein Kinderbuch und ein paar Hintergrundinfos zu Ottfried Preußler selber. Ottfried Preußler ist eigentlich unter dem Namen Ottfried Syrowatka geboren. Und zwar am 20. Oktober 1923. In Reichenberg in der Tschechoslowakei. Die Mutter von ihm war Lehrerin und der Vater war Ahnenforscher und der hatte damals auch herausgefunden, dass seit die Ahnen den Namen Preußler trugen und hat dann den Familiennamen gewechselt auf Preußler. Der Berufswunsch von Ottfried Preußler war es eigentlich, Professor in der deutschen Landesgeschichte zu werden, aber nach seinem Abitur wurde er eingezogen und musste dann im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Mit 21 Jahren kam er dann in sowjetische Gefangenschaft. Und 1949 kehrte er dann zurück, und zwar ins oberbayerische Rosenheim, kann sein. Und dort hat er dann auch seine vertriebenen Angehörigen wiedergefunden und seine Verlobte. Mit ihr zusammen haben sie dann auch ein gemeinsames Kind. Und also es ist eine Tochter, die sie gemeinsam hatten. Und dann später arbeitete Preußler natürlich als Lehrer. Und insgesamt hatte er neben dem kleinen Gespenst auch noch 31 weitere Bücher geschrieben. Erstmal machte er es nebenbei, denn er war halt eben eigentlich als Lehrer tätig in dem Gymnasium, das heute nach ihm benannt wurde. Und seine Bücher wurden insgesamt in 55 Sprachen übersetzt und unter anderem halt eben auch in Dialekte. Und gestorben ist er am 18. Februar 2013. Kleine Gespenst ist zum ersten Mal 1966 im Thienemann Verlag erschienen und wir schauen uns das Ganze von vorne an. Die Ausgabe, die ich hier habe, ich weiß nicht, wann die rausgekommen ist, es steht auch nichts drin. Ich habe diese Ausgabe gebraucht bei Rebuy gekauft. Hier vorne ist halt eben, sehen wir dieses kleine Gespenst mit seinem Schlüsselbund und mit dem Mond ganz in weiß. Hier an der Seite ist es weiß geschrieben und hinten dran haben wir dann nochmal das kleine Gespenst im gleichen Bild, nur mit anderen Farben. Hier haben wir auch die Sonne und das Gespenst an sich ist schwarz. Von innen drin haben wir 135 Seiten Lesevergnügen und die sind auf 22 Kapitel verteilt. Jedes Kapitel hat seine eigene Überschrift. Und es gibt sogar Zeichnungen drin, die in Schwarz-Weiß sind. Die Kapitel sind reichlich kurz, es sind nur ein oder zwei Seiten, mehr nicht. Also es ist halt wirklich nicht langatmig. Um was geht es denn hier in diesem Buch? In diesem Buch geht es um das kleine Gespenst. Das wohnt auf der Burg Eulenstein. Zu Eulensteins Füßen befindet sich das Städtchen Eulenberg. Das
Gespenst, das kleine Gespenst, hat seit Jahrhunderten, in denen es lebt, eine Routine entwickelt. Jeden Morgen steht es aus seiner Truhe auf, niest erstmal herzlich durch den ganzen Staub, schwebt dann erst einmal in die Spinnweben rein, die sich auf dem Dachboden befinden, und das jedes Mal. In seiner Hand befindet sich ein Schlüsselbund mit 13 Schlüsseln. Wenn er mit denen klappert, öffnen sich alle Türen in der Burg. Oder auch so, egal wo er rein möchte, er kann mit den Schlüsseln klappern und die Tür öffnet sich. Das kleine Gespenst hatte nicht nur einfach so in dieser Burg gelebt, er hat diese Burg auch vor den Schweden verteidigt. Denn die Schweden wollten irgendwann einmal diese Burg einnehmen, aber dank des kleinen Gespenstes sind sie geflohen. Es ist eigentlich auch nicht wirklich einsam und allein. Es hat einen Freund und der ist ein Uhu und trägt den Namen Schwu. Immer, weil er halt immer wieder das Gleiche erlebt, hat sich das kleine Gespenst irgendwann einmal angefangen, die Frage zu stellen, wie es bei Tag ist. Wie ist es denn bei Tag? Er würde ganz gerne auch bei Tag das Ganze durchleben. Der Uhu, sein bester Freund, rät ihn davon ab, sich überhaupt das Ganze zu wünschen, weil er es schon einmal probiert hat und es hat nicht geklappt. Aber das kleine Gespenst möchte doch noch etwas Neues erleben. Und eines Tages wird sein Traum Wirklichkeit. Und ob sein Traum dann so schön ist, wie er es sich vorstellt, oder ob es doch noch nicht ganz seinen Vorstellungen entspricht, das muss man dann hier lesen. Ja, bevor ich habe persönlich das kleine Gespenst damals in meiner Kindheit weder gehört, noch habe ich das gelesen, noch habe ich irgendwelche Kindertheateraufführungen darüber gesehen. Räuber Hotzenplotz kannte ich, Ottfried Preußler war auch in meiner Kindheit präsent, also der kleine der Räuber Hotzenplotz oder die kleine Hexe oder den kleinen Wassermann. Ich finde, das sind so die beliebtesten. Das kleine Gespenst ist hingegen, finde ich, ein bisschen softer. Es hat auch bei Goodreads 4,5 Sterne, was ich eigentlich als ziemlich gut betiteln würde. Aber sehr vielen, ganz besonders jemanden, der irgendwie abenteuerlich ist, irgendwas erwartet oder irgendwas Gruseliges, denen war es viel zu langweilig. Auf der einen Seite kann ich das ziemlich gut nachvollziehen. Natürlich, hier geht es halt eben nicht mit Spuk, es ist halt eine Kindergeschichte. Das sollte man immer wieder im Hinterkopf behalten, dass es eine Kindergeschichte ist, für Kinder geschrieben. Das heißt, sie ist weder gruselig, aber es ist auch keine wirklich große Abenteuergeschichte. Es ist nicht der Räuber Hotzenplotz. Es geht hier nicht um Seppel und Kasperl, die gefangen genommen werden vom Räuber Hotzenplotz und die Kaffeemühle ihrer Oma zurückbringen wollen. Nein, hier geht es um ein kleines Gespenst, das einen Wunsch ausspricht, und dann erfüllt sich dieser Wunsch. Darum geht es hier einfach. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es meistens langweilig ist. Meiner Tochter zum Beispiel war das nicht langweilig. Hingegen war sie bei Räuber Hotzenplotz etwas gelangweilter. Aber für sie, es ist halt wirklich hier eine sehr süße Geschichte, eine sehr leichte Geschichte. Und das ist das, was mir hier zum Beispiel ziemlich gut gefallen hat. Es ist so eine gute Geschichte für zwischendurch und es ist auch, finde ich, eine gute Nachtgeschichte, ohne dann Angst zu haben, dass das Kind dann Albträume hat, weil hier wirklich eigentlich nichts Gruseliges vor sich geht. Das Gespenst ist ein sehr liebes Gespenst und deswegen hatte ich da auch gar keine bösen, ja. Kein schlechtes Gewissen, es ihr vorzulesen.
Wie gesagt, also falls ihr hier so ein Abenteuer halt eben euch wünscht wie den Räuber Hotzenplotz, dann das ist es auf jeden Fall nicht. Und es ist auch nicht gruselig oder so, sondern es ist halt echt wirklich liebevoll geschrieben, sehr gut zum Vorlesen, weil die Kapitel ziemlich kurz sind und ziemlich gut auch, um abends halt eben das vorgelesen zu kriegen. Ja, also wie gesagt, mir und meiner Tochter hat es gefallen. Ihr müsst da eure eigene Meinung darüber bilden. Falls ihr das Buch schon mal gelesen habt, könnt ihr mir ganz gerne unten kommentieren, wie ihr es gefunden habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.